Gegen Ende des Jahres 2015 gründet sich eine weitere Ultragruppierung in Düsseldorf. Die sogenannte Brigata Renania löst sich jedoch nur wenige Monate später im April 2016 auf kuriose Weise wieder auf. Grund dafür ist ein hochgeladenes Foto auf der Plattform Instagram von einem Gruppenmitglied. Auf dem Bild ist die Person mit Kleidung der Gruppe sowie einem Elektroschocker zu sehen. Warum sich die Ultragruppierung nach einem Kurvenverbot und dem Gruppenausschluss zudem sogar noch zu einer Auflösung entscheidet, wollen wir mit den dazugehörigen Statements von Brigata Renania umfangreich erklären. Zitat 1: Brigata Renania, das Instagram-Bild zeigt eine Gürteltasche mit einem Aufnäher unserer Gruppe, unseren Gruppenschal, eine Sonnenbrille, daneben eine Colaflasche und zu allem Überfluss einen Elektroschocker. Das Bild trägt die Unterschrift Aufwärts Fortuna kämpfen und siegen. Wir finden das Bild alles andere als lustig und völlig unangebracht, immer und vor allem gerade in Zeiten, in denen es bei Fortuna Düsseldorf innerhalb der Fanszene zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. Es ist aus unserer Sicht völlig unverständlich und inakzeptabel, sowas zu posten und damit unsere Gruppe in Zusammenhang mit einer Affinität zu Gewalt und damit letztendlich in Verruf zu bringen. Wir haben absolut kein Interesse, dass sich die Gewaltspirale innerhalb der Fanszene weiterdreht. Wir haben daher als Gruppe taggleich entschieden, die entsprechende Person aus der Gruppe auszuschließen, da dieses Bild völlig gegen unseren Gruppenkonsens von Gewaltfreiheit spricht. Die betroffene Person wird nach eigener Aussage kein Spiel mehr der Fortuna bis zum Saisonende besuchen. Im Gespräch beteuerte die Person, dass ein völlig unüberlegtes und dummes Posting aus dem Ruder gelaufen sei und es dem ehemaligen Mitglied sehr leid tue, entgegen des Selbstverständnisses der Gruppe gehandelt zu haben und uns dadurch in eine Ecke gerückt zu haben, in der die Gruppe sich selbst nicht verortet und auch nicht durch andere verortet werden möchte. Wir möchten auch ausdrücklich klarstellen, dass die anderen Gruppen aus dem Zusammenschluss F95 Antirazista nicht mit diesem Bild in Zusammenhang zu bringen sind. Das war ein verantwortungsloser Alleingang einer einzelnen Person. Die Reaktionen aus den unterschiedlichsten Fanzusammenhängen waren und sind noch sehr heftig. Einigen Leuten hat dies momentan komplett die Lust am Fußball und im Speziellen an Fortuna genommen. Zudem entschließt sich die Gruppe noch zu einer drastischeren Entscheidung, welche zeitgleich in einem zweiten Statement bekannt gegeben wird. Wir werden als Brigata Renania immer mit diesem Foto in Zusammenhang gebracht werden und damit auf immer und ewig gebrandmarkt sein. Wir ziehen aus diesem Bild und den damit verbundenen möglichen Folgen einen Schritt, der uns nicht leicht gefallen ist, mit dem wir als Gruppe aber unserer Verantwortung gegenüber der Düsseldorfer Fanszene im Allgemeinen und unseren Gruppenmitgliedern im Speziellen nachkommen wollen und lösen daher mit dem heutigen Tage Brigata Renania auf. Wir wollen keine weitere Gewalteskalation innerhalb der Düsseldorfer Fanszene. Gerade zu dieser Zeit kracht es mehrmals in der Kurve der Fortuna zwischen Hools und einzelnen Ultragruppen. Wer das Ruder letztendlich übernahm und wie der gesamte Konflikt endete, wollen wir in einem weiteren Video klären. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.